Hey Kinder und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und ja, wir sind jetzt hier in den frühen Morgenstunden und wollen ja, also wollen nicht, aber müssen ja mit ihm hier auf die Jagd gehen. Herr Capon. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Er ist ja mal wieder ganz nett, ne? Oh, ein schönes Pferd hat er da, ne? Mir würde das Gelb da zwar nicht ganz so passen. Na, willkommen. Ja, ist ja okay. Ich bin sowieso so schnell wie du. Und du reitest. Aber schönes Schwert. Vielleicht sollte ich dich töten. Ach. Jetzt gibt's hier wieder eine Mission. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hadusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur, als du diese Dinge auf den Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch fixiert. Recht zu Hauptmann Bernhard und wurde es dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt der Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt? Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Mhm. Wieso ist er dann auf einmal so nett? Was ist mit dir los? Ein Sinneswandel? Ach ja. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit. Ein Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Tü. Irgendwann müssen wir auch mal in den Wald, ne? Und hier so auf den Feldern wird nicht so viel wild rumlaufen. So mitten im Wald findet man relativ viele dafür. Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde.
dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Ach du Scheiße. Ja, da sind wir aber ja mal so richtig weit gelaufen. Ha, Thalberg, ey. Das ist am anderen Ende der Karte. Ja, können wir machen. Ich habe ja hier im Bonus auf Vitalität, Stärke und so weiter. Guck mal, das Feuer brennt ja schon. Das ist ja hübsch. Im Ernst? Hättest du ja auch sagen können, wo ich gerade hier drüben noch war, ja? Schon dabei, Herr. Na, endlich! Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkind, Bübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam.
Es tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Siegesmund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. So. Oh. So, die Pfeile können wir nehmen. Wie sieht's denn aus? Sattheit noch 100. Okay. Ja, dann machen wir nur mal gerade hier in der näheren Umgebung so ein bisschen. So. In der näheren Umgebung mal ein wenig gucken, was hier so ist. Und ansonsten gucken wir, dass wir dann bis morgen früh. Ja, dich werde ich demnächst jagen. Ich werde noch nicht jetzt anfangen. Oh, Fliegenpilz. Baldrian. Oh, den kann ich nicht erwähnen. Es geht mir wirklich eigentlich nur darum, so den Kräuterskill ein bisschen nach oben zu bringen. Fertigkeiten. Hier, Kräuterkunde. 5 aktuelle EP, benötigte EP. So, 73 haben wir. Und wie viel bekommen wir mit einmal einsammeln? 3. Nicht so sonderlich viel. Also mit 10 mal sammeln haben wir 30 Skillpunkte. Das ist gar nichts. Ja, nicht jeder Baldrian geht, aha. Ja, sammeln wir noch gerade ein bisschen und dann gehen wir zurück. So. Wir gehen jetzt zurück ins Lager. So, echt übersichtliche Gegend hier, ne? Oh, warte mal, hier sind ganz viele Fliegenpilze. Nehmen wir auch mal alle. Stimmt, kann man später mal gute Gift brauen mit so Fliegenpilzen. War hier nicht noch einer? Aha. Das ist doch. Gut. Also dann. Legen wir uns mal schlafen, ne? Oh, länger als bis dahin kann ich gar nicht schlafen. Ey. Na. Jetzt müssen wir. Oh, Spiel wurde sogar gespeichert. Jetzt müssen wir irgendwas machen. So lange, bis ja, es spät genug ist. So eine Scheiße, ey.
Aber hier sind ganz viele Pilze, ja, das tut mir jetzt leid, dass wir jetzt hier sammeln müssen und so, aber irgendwas müssen wir ja machen. Das sind aber verdammt viele Pilze, ey. Wenn wir hier so in der Nähe sind, sammeln wir, glaube ich, nämlich... Nee, doch nicht. So. Ha! Also, wenn ein paar Sachen direkt nebeneinander sind, dann sammelt man die nämlich gleich mehrmals auf. Oh, da ist Minze. Minze. Was haben wir hier? Salbei, noch ein Schirmling, hier oben haben wir da bestimmt auch noch was, nochmal Salbei. Wird man irgendwann, wenn man das zu lange spielt, die ganzen Sachen auswendig weiß. Den Schirmling, den werde ich erkennen, den Fliegenpilz, den erkennt man ja auch, ist ja so gar kein Problem. Ja, das sind alles Schirmlinge. Oh, dann hier noch. Und da noch. Eieiei. Ist mühselig. Ich werde mich mal irgendwann hinsetzen, ohne Aufnahme, dann einfach mal hier ganz viel sammeln. So am besten ganz im Wald leer. Einfach nur, um das mal ein bisschen hoch zu skillen. Das war ein bisschen blödes Rumgegrinde, aber naja. Was willst du machen, ne? Habe ich dann wenigstens mal ein bisschen Energie verbraucht, ja. Eins, das ist sauber. Ich habe genau ein Energie verbraucht. Bis wann müssen wir denn eigentlich warten? Warte, bis zum Morgengrauen. Ja, Morgengrauen ist sehr lustig. Krass sind das viele Schirmlinge, ey. Also das ist der Wald der Pilze, ne? Hier haben wir noch mal ein bisschen Salbei. So, dann könnte ich mich ja langsam wieder ein bisschen hinlegen, oder? Einfach nur bis zum Morgengrauen wieder. Ach, du kannst nicht schlafen. Oh! Kann man die Zeit nicht schneller vorlaufen lassen oder so? Schade, dass ich sein Pferd nicht nehmen kann, dann wäre ich hier so ein bisschen durch die Gegend geritten. Hätte man was erleben können, das ist echt doof, ne? Wow. Nee, da nicht lang. Dann sollten wir lieber den vorgegebenen Pfad hier runter folgen. Das ist dann nicht so schmerzhaft. Was ist das denn? Keine Pflanze. Sieht immer so aus, als ob man die pflücken könnte. Kann man aber am Ende doch nicht. So. Ich habe mir auch schon für die Jagd extra die Standardpfeile ausgesucht. Damit ich nicht hier zu viele
von den wertvollen Pfeilen verbrauche. Kräuterkunde auf der nächsten Stufe. Super. Du kannst halt echt hören, ne? Also hier rechts ist irgendwo ein Tier. Krass, dass man das so gut hört. Und alle drei eingesammelt. Yes, ey. So muss das sein. Wow. Die Armada der Schirmlinge. Ist gut, dass ich die alle einsammle, ey. Die Schirmlinge wollen nämlich die Weltherrschaft an sich reißen. Und wir arbeiten dagegen. Ah. Mann. Oh, hier ist wieder so viel Salbei. Wir haben echt gut was gemacht, ne? Dann haben wir hier aktuelle EP 133 und 260 wird benötigt. Du kannst Kräuter, du musst auch Erfahrung für Stärke bei der Stufe 10. Okay. Das sind halt schon noch mal ein paar Stufen. Ich habe da schon den Skill, dass wenn ich ein paar Blumen habe, wohlduftende Blumen, bekomme ich Charisma. Ist ja gerade mal die Frage, habe ich Charisma plus? Nee. Was ist das? Ah, Minze. Ich habe jetzt auch gar nicht so viele Blumen dabei, muss man natürlich sagen. Was ich halt noch plus habe, ist, ich habe halt Naturbursche. Und das hilft mir ungemein. Draußen klarzukommen. Und das ist auch okay so. Ich finde es auch cool, dass du hier auch ab und zu ein paar Skills hast, die sich dann gegenseitig so ausschließen. Damit man nicht hier einfach nur overpowered krass ist. So. Wie sieht's aus? So. Ah, den habe ich auch mit direkt gesammelt. Es ist ja, als ob hier der Wald im Grunde ein zu bombardieren möchte mit den Pilzen. Das ist doch Minze, oder? Ja, sauber. Siehst du, da haben wir die Minze direkt erkannt und gepflückt. Obwohl man die Minze ja nicht so wirklich gut erkennen kann, ne? Das sieht aus wie Gras. So, neue Kräuterstufe, dann sind wir bei 8. Oh, es geht gar nicht so schnell hoch. Also im Grunde braucht man nur 10 weitere pflücken wie davor und dann geht das alles schon. Oh, langsam wird es auch heller. Das ist schön. Ich hab nämlich langsam keinen Bock mehr zu pflücken. Will halt die Jagd noch machen.
Also. Leute. Strengt euch an. Kurz vor 5. Oh, Minze nicht vergessen. Wir haben auch ein neues Schwert. Guck hier. Das können wir auch schneller benutzen als das alte. Das alte, das habe ich nämlich gar nicht gemerkt, aber das ist Tatsache. Oh, cool, Brennnessel. Tatsache, dass das alte einfach gar nicht für meine Stufe zu gebrauchen war. Ja, die kann ich nicht einsammeln, gut. Und deswegen war das halt deutlich ineffektiver. Und ich hoffe jetzt mit dem neuen Schwert, dass es besser geht. Das macht sogar auch vom Grundschaden her ist es besser als das alte. Und ja, wir lassen uns einfach mal beim nächsten Kampf überraschen. Oh, hier sind ja viele Brennnesseln. Oh, alle auf einmal. Brennnesseln sammeln macht ja dann Spaß, ne? Wenn man so viele auf einmal sammeln kann. Zack. Das ganze Feld abgeerntet. Dieser Skill, den man bekommt auf Stufe 10, der ist halt echt richtig geil, ne? Du bekommst Stärke, während du Kräuter sammelst. Das muss man sich mal vorstellen. Kräuter sammeln und wir bekommen Stärke dabei. Stärke auch leider unablässig natürlich, was sie wie Bögen betrifft. Also ohne genügend Stärke kann ich die richtig schönen Bögen, die es noch gibt, gar nicht benutzen. Und ja. Wir wollen mal sehen. Ja, ist das vielleicht eine Pflanze? Ne, die können wir auch nicht einsammeln. Ist das eine? Baldrian, da. Oh, hier ist es auch Baldrian. Sehr schön. Heidewitzka. Oh, wie viel haben wir? 223. Boah, wir haben schon den Großteil erfüllt. Im Ernst, wir haben so viel gesammelt. Wir haben echt so viel gesammelt, dass, ja. Ja. Fallen lassen. Ja. Fallen lassen. Ja. Und noch einmal. So. Den Rest lassen wir fallen. Und hier das auch. So, wo sind die Brennnesseln? Die Minze lassen wir auch fallen. Fliegenpilze lassen wir fallen. Und da sind die Brennnesseln. Die lassen wir natürlich auch fallen. Und da ist noch der Baldrian, ja. Den ich vergessen soll. Wie das aussieht. Ja. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ja, ein bisschen sammeln wir noch gerade, bis wir Stufe 9 sind. Dann freue ich mich fürs nächste Mal. Kann ich nämlich dann
Stufe 10 Grad machen und dann zack, haben wir es geschafft. Oh, wie toll, das ist eine Brücke. Wollen wir jetzt aber gerade gar nicht hin. Hier ist noch Baldrian. Oh, komm, wann kommt denn endlich die Stufe 10? Ich war da so kurz davor. Jetzt kann ich den Baldrian hier nicht auswählen. Oder was? Da. Eieieiei, komm, ey, jetzt wirst du aber mühsinnhaft, ja? Ja. Zum Ernst, Leute. Wie viel brauche ich denn noch? Kräuterkunde. 279. Wir brauchen halt echt nicht viel. Komm schon. Ein paar letzte Dinger noch hier irgendwo einsammeln. Mann, ich muss ganz schön aktiv gewesen sein. Sehe hier weit und breit nichts mehr. Hier ist ja gar nichts mehr. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Da, Baldrian. Ist das? Das ist nichts. Aber hier ist nochmal Baldrian. Ach, endlich. Mann. Hat sich jetzt gezogen. Gut, dann gehen wir ins Lager zurück. Ist ja mittlerweile Tag, ne? Dann können wir nämlich endlich die Jagd beginnen. So, ist er denn schon wach? Oder ist unser vornehmer Herr noch am Pennen? War ja klar, jetzt noch am Pennen. Wir haben schon 6 Uhr, Mensch. Was ist los? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Selbstverständlich, Herr Hans. Ha, bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Gut, dann kann die Jagd ja beginnen. So, da ist ein Hase. Ah, shit. Ach komm. Oh, du Mistvieh.
Ey, links, rechts, links, rechts vorbei, ja? Ah, endlich. Ein Pfeil steckt noch drin. Da haben wir einen Pfeil. Mit dem hier. Da ist noch ein Pfeil, so. Ah, hier ist erstmal gerade kein Hase zu sehen. Na komm. Eben war hier alles voll mit Hasen. Sehen wir gerade gar keinen. Da ist einer. Warten wir noch gerade, bis der stehen bleibt. Oh, das war... Ach, komm. Dann nehmen wir dich. Okay. Eieiei. Lei! Bitte? Eieiei. Sag mal, wo geht denn der Schuss dahin? Yes. Ah, hier. Das ist ja gut, dass da so viele Pfeile noch übrig sind. Der nächste. Da. So. Hey! Beim zweiten Versuch, ey, ja? War schon dann deutlich besser. Dann der Pfeil hin. Ja, ist egal. Oh, da ist ein Hase. Wow! Okay. Der hat jetzt gesessen. Das war ja schon lassen, ne? Die waren gut. Da, da, da. Da ist ein Hase. Ah, schade. Also das ist auch natürliches Verhalten von Hasen, dass wenn jemand auf sie schießt, die sich nicht wegbewegen. Da haben wir noch einen Pfeil. Und hier müsste da auch noch irgendwo ein Pfeil hängen, oder? Ah, da. Gehen wir mal erst nach oben. Von oben nach unten kann man leichter Hasen entdecken, falls welche da sind. Ah, siehst du, da sind. Ja, einer. Zumindest einer ist da. Oh, shit. Fast wäre. Oh, komm! Der hat den Hintern gestriffen, das habe ich gesehen. Hey. Ganz knapp vorbei jeweils. Ja, perfekt.
runter. Ja, sehr schön, ey. Und sagt die Zeit. Boah, immer gut drin. Das ist, wird natürlich für die Aufnahme echt lang. Aber müssen halt durch. Dann gehen wir mal hier so ein bisschen hin. Gucken, was uns hier so das Wild bringt. Was ist das denn? Das ist ja eine Hütte. Interessanter Ort, ja. So mittendrin einfach mal so eine Hütte. Na, jetzt, ich sehe hier nur verdammt wenig Hasen gerade. Was ist das da? Da ist ein Hase. Ich habe ihn gesehen. Los saß. Ja. Okay. Nahrung. Müssen wir. Okay. Ein bisschen fallen lassen. Das sieht original so aus wie bei mir im Wald. Verdammt, ey. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Hasen töte, dann bin ich wieder beim Maximum bei, von dem, was ich tragen kann, angelangt. Und wenn das ist, dann gehen wir zurück in die ins Lager und warten auf ihn, weil wenn ich nun mal nicht mehr tragen kann, dann kann ich halt nicht mehr tragen. Da brauche ich auch keine weiteren Hasen mehr töten. Ich würde sagen, wir waren auch gar nicht so schlecht. Gut was wegschnetzeln können. Oh, wir sind sogar direkt hier in der Nähe vom Lager. Komm, ein Hase wird da ja wohl noch drin sein, oder? Oh, das ist ein Reh. Ein Reh ist gut, das sind mehrere. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ich den gerade getroffen habe. Der ist durch den Kopf durchgeflogen, ehrlich. Hey. Wie viele Schüsse brauchen so ein Reh, bis es mal fällt? Aha. Ja. Also, wir sind überladen. Wir gehen in die Base.
Oder? Nee, am Ende gibt's Ärger, weil ich, wieso habe ich denn jetzt auf einmal so wenig Hasenfleisch? So arg extrem wenig. Also egal. Jagen wir halt noch ein bisschen. Ah, da ist wieder einer. So ein hübscher Rammler. Oh, fuck. Nee, so war es auch nicht. Da. Und da. Mensch! Pfeil hingeschossen, oder? Da ist er. Oh, zerbrochener Pfeil. Ja, okay, den können wir nicht mehr gebrauchen. Da sind noch mal ein paar Rehe. Jagen wir jetzt aber gerade nicht. Wir sammeln weiterhin Hasen. Ich muss mir halt echt mal irgendwann zeigen lassen, wie man einem Hasen das Fell über die Ohren ziehen kann. Oh, hier ist weit und breit kein Hasen mehr. Ist das nicht schön? Es ist so einfach wunderschön, oder? Wie dieser Wald klingt. Herrlich. Als ob man im Frühling oder Sommer im eigenen Wald unterwegs ist. So klingt das. Und so muss das auch klingen. Ich bin gerade etwas verwundert, dass ich jetzt auf einmal so gar kein Wild mehr sehe. Das ist halt schon seit geraumer Zeit gerade nicht. Ah, hier. Jagdgebiet Hirsche. Ah, gut zu wissen. Falls man mal welche braucht, ne? Falls. Weil im Moment brauchen wir Hasen. Ich komm schon. Ein oder zwei von den Kleinen werden wir ja wohl noch hinbekommen, oder? Ah. War ich wirklich so erfolgreich, dass ich die ganze Population hier vernichtet habe? Glaube ich ja jetzt nicht. Ich bin für das Hasensterben verantwortlich. Nein! Sein, dass es hier so gar keinen mehr gibt, Mensch. Da sind halt auch wieder Hirsche. Mit Hirschen kann ich nichts anfangen. Meine Güte. Ja. Das
Na, in Ruhe. Hier unten wenigstens noch mal ein paar Hasen? Nee, ne? Hier unten waren ja eben schon gar keine Hasen. Rabbit. Rabbit. Jo, krass, ne? Ich glaube, ich habe alle Hasen in unmittelbarer Nähe echt gekillt. Anders kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, wieso ich so gar keinen mehr finde. Also so absolut nichts mehr. Holy moly. Aber nicht viele Hasen in einem kleinen Gebiet hier. Sonst vernähren die Hasen sich ja wie Karnickel. Wortwitz. Aber jetzt haben sie sich gedacht, nö. Du schießt unsere ganze Familie ab, dann hören wir auf, eine Familie weiterzugründen. Ne? Das haben die sich so gedacht. Deswegen finde ich jetzt hier keine mehr. Echt ein bisschen doof. Ach, jetzt sind die Hirsche schon bei uns fast im Lager, ja? Ja, nee, ne? Ja. Oh. Wenn wir schon keinen Hasen mehr kriegen, dann... Ey, jetzt hört er mal auf, immer so blöd hin und her zu laufen. Dann. Bis wohin laufen die denn? Oh ne, der hat mich echt mitbekommen. Die Hirsche sind da schon ein anderes Kaliber. Die A, die muss häufiger treffen und B, die sind auch noch schwerer zu treffen. Also. Ja. Ja gut. Ich gehe dann mal ins Lager zurück und schlag die Zeit tot bis zum Mittag, weil Hasen sind hier eh keine mehr. Da brauche ich dann auch keine mehr. Sammeln. Ja. Also Zeit totschlagen bis ja, genau dahin. Hat er gesagt, muss ich mir den Hansen ansehen. Er hat doch Mittag gesagt, ne? Oder irre ich mich da? Habe ich ja gemacht. Ich bin im Lager.
Herrn Hans warten. Sattheit ist 10, weißt du was wir? Holen uns mal so ein bisschen Dörrfleisch. Macht Sattheit 6. Essen wir davon mal einen und dann haben wir genug. So, dann kommt der Knallheinz. Wie schön, Schmetterling. Und noch ein Schmetterling. Knallheinz, wann kommst du? Na gut, ich will euch nicht warten lassen. Also, das kürzen wir ab. Wenn er dann da ist, ist die nächste Folge dran. Bis dahin dann. Ciao.